Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer stressigen Folge. Ja, boah, Mist. So, Panik, es geht ja schon. Ich hasse Fußball, das wisst ihr ja, ne? So, und jetzt sind wir hier und jetzt schon das erste mögliche Tor für den Gegner. Hallöchen Lupus. Hi. Der ist nämlich auch da. Ich bin auch da. Oh Gott, okay, also Schade. Ich hätte eher Scheiße gesagt, aber okay. Und nicht... Ja, und jetzt... Aber schon mal gar nicht schlecht. Ja, super, Abstoß. Und jetzt lauf ganz schnell nach links. Jetzt hast du ihn. Super. Super gemacht. Oh, da ist noch ein... Die haben einen Verteidiger. Und, fast. Fast. Aber ist schon nicht schlecht. Oh. Das ist hart. Ganz ruhig. Also ich bin ganz froh, dass ich das beim letzten Mal nicht machen musste. Ey, das ist ja ätzend. Ich wusste... Wow, ja, hab ich ein Glück. Und ganz schnell nach links. Jubi. Sehr gut. Und versuch dem irgendwie auszuweichen. Ah, okay, du kannst schießen. Hol dir mal den Ball zurück. Mit Enter. Oh. Irgendwie ist das ziemlich bescheuert. Ah, jetzt geht's wieder. Oh. Das ist echt ein saumäßig schweres Spiel. Boah, das ist hart. Alter Schwede. Ja, super. Hab ich da wohl das Glück. Oh, aber Gott. Zumindest hast du es relativ schnell verstanden. Und schnell aufs Tor zu laufen und... Der hat das gefangen, ja. Warum? Der hat den... Der hat es gefangen? Ich hab so schnell nicht gesehen. Oh, dieses... Vielleicht kannst du ihn... Du musst wirklich aufs Pixel genau bei dem stehen, damit du den Ball kriegst. Vielleicht kannst du den von hinten auch erwischen. Alter, es ist richtig gut, dass es mit dem Abschluss zumindest klappt. Puh. Lauf mal aufs Tor zu. Fast. Schade. Boah, ist das hart. Das ist ein ganz schön langes Fußballspiel hier. Da wir jetzt auch gerade, wo wir es aufnehmen, ist gerade auch die WM 2014. Ja. Das passt eigentlich ganz schön eigentlich. Mist. Naja, wir hoffen mal nicht, dass du für die deutsche Mannschaft spielst. Also das ist wieder ein... Das ist echt... Ja! Ach. Ich freue mich immer schon ein bisschen mit dir, aber das ist echt... Ja, ey, was ist das für eine Folge, ey? Boah, die kriegen ja dieses... Ah, schade, 3-0. Okay, naja. Dann müssen wir vielleicht... Ja, super, du hast gewartet, bis er drumherum ist. Und schieß! Oh, wieso geht denn das nicht rein? Muss der noch weiter vorne sein? Das ist... Ja, und... Oh, schade, von hinten geht's auch. Ja, fast. Es ist... Okay, ich weiß, von hinten anschleichen, drücken und dann... Genau. Ah, super. Gut. Wow, aber das geht auch ganz schön lang. Man lernt es. Ja, genau. Jetzt lauf mal bis zur weißen Linie und dann schieß. Ah. Schade. Ja, super. Oh. Also zumindest bist du ein bisschen schneller als der. Wieso kann ich das jetzt nicht annehmen? Ich glaube, du hast genau immer in dem Moment, wo du den Pixel Millimeter nicht daneben standest, gedrückt. Wow. Leiti hasst Fußball. Ja, und Hernando ist auch nicht wirklich gut im Schädelkopf-Fußball. Oh. Fixt. Ah, guck mal, mir fällt gerade auf, dass das Ding lacht oder böse guckt, je nachdem. Ja! Yes. Juhu, das erste Tor. Juhu. Na also. 3-1. Ja, super. Ah, deswegen wartet er, weil es dein Abschluss ist. Ah. Du bist auf jeden Fall besser. Du bist noch richtiger Fußballprofi. Ah, das ist. Wir haben aber einen guten Torwart hier. Ja. Nein. Ah, nimm doch. Ich nenne das aber auch nicht. Ich hau mir die Enter-Taste kaputt hier. Ah, schade. 4-1, okay. Ja, vielleicht wird es bei diesem Mal nicht so werden. Super, und jetzt nochmal. Ich habe gerade eben hast du so geschossen, dass du da in der Mitte warst. Vielleicht ist das der Trick. Dass du quasi zweimal Torschuss machst. Okay. Und damit verlieren wir unsere Köpfe. Unwürdig. Oh.
Wir verlieren mehr als nur unsere Köpfe. Das geht ja schnell. Ich würde sagen, das nennt man vaporisiert mit explodierenden Pfeilen. Letty hat übrigens euch das nur gezeigt, damit ihr mal seht, was passiert, wenn man verliert. Genau, so, jetzt machen wir wieder ein Spiel und mal gucken, ob es jetzt klappt. Ja. Und ob wir vielleicht einen Speed-Up reinhauen müssen oder nicht, ich habe keinen Plan. Achso, ich kann mal auf die Uhr gucken. Achso, ja, auf die Uhr passt. Guckt? Ja, so, ja, okay. Passt. Ah! Ja, super. Schieß jetzt nochmal. Ah. Ja. Wenn du vielleicht schießt, wenn du noch nicht... So ein Penis. Ich kann dir leider... Schieß jetzt schon mal. Und jetzt nochmal. Yes! Das ist die Strategie. Das erste Tor, meine Damen und Herren, geht an Hernando. Ja, yes, super. Wie ist der volle Name? Jetzt schon mal? Wie ist der volle Name? Don Hernando. Wow, alter Schwede, jetzt räumt er ab. Jetzt räumt er ab. Oh, super. Leity hat das Spiel verstanden. Naja, fast, sagte er. Und schoss daneben. Ah, du, schade. Wurst, Hans, du. Super. Schieß jetzt schon mal. Und jetzt nochmal. Ah, aber hättest vielleicht... War gut. Boah, wie schnell Hernando ist. Das ist ja echt krass. Schieß jetzt schon mal. Ah, okay. Die haben dich gar nicht angegriffen. Mist. aber schon mal nicht schlecht. Nein. Oh, was für Emotionen bei diesem Spiel, meine Damen und Herren. Und jetzt werden wir mal schauen. Und nein, der Torwart muss leider heute hinter sich greifen. Da hat der Gegner den Ball einfach unter die Latte genagelt. Nein. 2-2. 2-2, dieses Spiel wird spannend, es ist ausgeglichen und oh nein, der Ball wurde im Mittelfeld erobert und das Pressing läuft perfekt. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier erzähle. Und jetzt von hinten eine faire Grätsche, aber der Torwart hält seinen Kasten sauber. Oh nein, und der Sturm unaufhaltsam durch die Verteidigungslinien durch. Und der Torwart hält ihn. Wahnsinn. Pedro hat gehalten. Der große Pedro. Lass den Kack. Nein. Auspfui. Ja! Super, das 2-3 für die Auswärtsspielenden. Noch nie hat der Totenkopf-Fußball so eine Spannung und so eine Emotion. Wo ist der Ball? Geh weg mit dem. Doch. Noch nie hat der Totenkopf-Fußball. Ich bin selbst total hin und her gerissen. Die Spannung ist kaum zu ertragen. Sollten die Fremden verlieren, wird es ihre Köpfe kosten. 2-4 für die Spanier. Was war denn das? Einfach durchspaziert. Und oh nein, der Torwart muss wieder hinter sich greifen. Es hat einfach nicht sein sollen. Ja. Du musst jetzt langsam gewinnen. Meine Fußballfloskeln gehen mir aus. Was machst du denn da? Ihr seid doch miese Viecher. Das wäre ja dumm. Boah, wie schnell Hernando ist. Und die Spanier machen es spannend. Nein. Und die machen es wirklich spannend. Das nächste Tor entscheidet. Noch einmal feste durchatmen. Und ja, und die Spanier haben kurz vor ihrem eigenen Kasten den Ball erobert. Und ja, die Spanier gewinnen das Rückspiel. Check. Super. Unwürdig. Was? Oh. Ja. Wow. Das Feld ist gereinigt, es bleibt nur die Kraft. Herren, nun wird euch die Tempelinsel als würdige Willkommen heißen. Puh, Hernando erhält 100 EP. Puh, das war ein ganz schön anstrengendes Fußballspiel. Das war aber auch jetzt spannend. Ja, total. Du hast es aber wirklich spannend gemacht. Oh. Immer noch ein Gegentor. Im ersten Mal überhaupt nicht gereicht. Ich glaube, das stand kam ich schnell in die Materie. Also mal ganz ehrlich, das stand bei uns alles im Skript, wie Leite das spielen sollte. Er konnte das natürlich schon alles. Das klar, war klar. Folgt. Bam, bam, badam, badadam. Ich frage mich, was das mit den Trillerpfeifen soll. Das soll nach Samba klingen. Keine Ahnung. Höre, Volk des Sonnensees. Güte, lass doch auch die Kinder was sehen.
Schwer lastet die Not auf uns, eine Plage vertilgt den Reichtum unserer Felder, der große Speicher leert sich. Oje, oje, genauso sieht's aus, was soll nur werden? Werden wir unsere Kraft verlieren? Werden wir siech und welk wie der Mais? Werden unsere Feinde uns noch fürchten? Weh uns! Hat die Sonne uns verlassen? So schlimm war es doch nie! Ich sage, wir werden diese Prüfung bestehen. Ich bringe die Kraft in unser Volk. Seht und frohlockt! Ich ahne irgendwas Blödes. Okay. Muss ich was drücken? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es geht einfach so weiter. Ist das nicht unser Freund, der tanzende Tapir? Nee, wie hieß er? Keine Ahnung. Es ist sehr episch. Gestreifter Biber. Marder. Gestreifter Marder. Das ist der gestreifte Marder. Hoffe ich jetzt auch endlich wieder ins Bild. Herauf mit den Reinen. Das war schon sehr episch. Das war sehr episch, ja. Der gestreifte Marder, auch wenn ich dazwischen gequatscht habe. Aber ich wollte es... Ab in die Ecke mit euch! Wollte es mal klarstellen. Ich weiß nicht, was... Gefangener! Gezacktes Frettchen. Siehst du, er weiß es auch nicht mehr. Es ist der gestreifte Marder, Mensch. Ich gehe mit meiner Bestimmung... Ich gehe meiner Bestimmung entgegen, gelehrigster meiner Schüler. Mächtiger Nährer und Spender, dessen Zorn die Erde welken lässt, lass dich besänftigen. Ich ahne etwas sehr Blutiges. Oh nein. Herrlich ist dein Ruhm. Groß sind die Götter und am größten der Größte. Klingt logisch. Sei gepriesen. Errette uns, lass uns wieder blühen. Krieger, furchtlos und willig, erneuere die Welt. Das brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Das hat er schon. Was für ein Splatter! Was ist das jetzt? Dr. Dröntenkrampen. Dröntenkrampen. Das bist auf jeden Fall du. Krampen. Ist das eine Mann oder eine Frau? In der Begegnung mit den präkolumbianischen Kulturen beider Amerika scheiterte der heterosexuelle weiße Mann an seiner unreflektierten Herrensicht. Und wie ich den interkulturellen Dialog auf Augenhöhe bestreiten zu können? Entschuldigung. Blieb er in seinem Selbstbild angeblicher Überlegenheit gefangen. Mit dem herabsetzenden Mythos vom wilden Eingeborenen schufen sich die sogenannten Entdecker einen Vorwand für vielfältige Diskriminierung. Ich bitte Sie, in diesem Zusammenhang ein besonderes Augenmerk auf die Kernkategorie der Geschlechterdemokratie zu legen. Herr Doktor Dröntenkrampen, Krampen, Dröntenkrampen. Ich bin eine Frau. Oha. Pardon, Frau Doktor Dröntenkrampen, aber was ist mit diesen Blutopfern bei den Indianern? Projizieren Sie Ihre Unterlegenheitsgefühle beim Anblick einer selbstbewussten Frau nicht auch vom kolonialen Wüten schon genug gebeutelter? Die Dekonstruktion der männlich-eurozentrisch-imperialistisch-militaristischen Unterdrückungsperspektive ist ein befreiender politischer Akt. Okay. Jedes weitere aus Naivität geborene Fragen, denen das intellektuelle Vermögen abgeht, sich der Herausforderung indigener Gewerter zu stellen? Gut, erkennen wir die Gesellschaften des präkolumbianischen Amerikas als Opfer einer als solcher entlarvten Diskriminierung an. Denken Sie immer daran, die Täter kamen aus Europa und sie hatten alle einen Penis. Heftig. So, wo wir das auch erklärt haben. Das hier ist alles nie passiert. Das ist alles eine Diskriminierung der Frauen und der Indianer. Ja, alles. Super. Genau. Vor der Durst des Nährers ist groß. Vor ihr beiden und stillt ihn.
Nach dir, Pedro. Das kann ich unmöglich annehmen, Don. Nach euch. Aber wo denkst du hin, lieber Pedro? Nach dir. Ich bestehe in aller Ratigkeit darauf. Genug. Der Mann mit der merkwürdigen Augenbraue am Kinn sei der Nächste. Zuckend und pochend. Zuckend und pochend. Zuckend und pochend. Das ist der Moment, in dem man aus etwas ganz Grässlichem daheim in friedlichem Bett erwachen sollte. Ich bin tatsächlich ganz knapp davor, dir zum ersten Mal in deinem Leben recht zu geben. Trauheimlicher Petro. Danke, Don. Don? Zu allem Übel scheine ich mir in dem blöden Feld auch noch etwas eingefangen zu haben. Madre de Dios, Don, hoffentlich ist das nicht ansteckend. Ich glaube schon. Was ist der? Die Frauen in die Häuser, die Kinder ins Bett. Vielleicht seid ihr von nun an allein etwas besser dran, Don. Rache! Zerschmettert die Eindringlinge! Nicht sie an. Oder hol dir das Gold. Achso, nee, nicht sie an. Ja doch, ich kann tatsächlich selber laufen und sie anliesen. Nicht sie an. Und hol dir das Gold. Goldkrone. Inventar. Guck dir mal den Blutflecken bitte an. Okay. Ich würde sagen, das ist eine ganz wunderbare Stelle. Stell dich mal dekorativ davor, genau, super. So. Diese Folge zu beenden, passt ja, das von genau. der Zeit? Ja, passt. Alles also. Klar, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder auf dem Kanal von Blue Pro. Bis es bei mir, bis dahin. Ja. Merkt euch, alles eine Form der Genderforschung und die Männer sind immer schuld. Sie hatten einen Penis. Jawohl. Alle. Auch die Frauen. Tschüss.